Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu dem Tutorial, wie du Watt farmst, nur mit einem Wunschbrocken und jedes Raid-Pokémon bekommen kannst, was du möchtest. Also, zuallererst musst du hinter den Einstellungen unbedingt Autosave ausmachen, automatisches Speichern ausschalten. Ja, dann müsst ihr euch das Nest, welches Pokémon auch immer ihr haben wollt, aus dem Internet am besten raussuchen. Ich habe hier dieses Nest genommen. Dort wollte ich eigentlich einen Flampivian farmen, aber ich wollte euch jetzt einfach nur grob zeigen, wie das geht. Und zwar braucht ihr nur einen Wunschbrocken und einen Nintendo Switch Online Account. Und schon könnt ihr, wenn ihr hier rangeht, seht ihr Panzifrost, müsst ihr Mitspieler suchen. Dann kommen wir noch zu dem anderen Thema der Konsole. Da müsst ihr auf eher Spieleinstellung, auf Konsole. Dann müsst ihr auf Datum und Uhrzeit, dass die Uhr mithilfe des Internets synchronisieren muss, unbedingt aus. Und dann geht ihr einfach nur einen Tag nach vorne. Zack, drückt OK, geht zurück, geht wieder auf den Titel. Und dann brecht ihr das Ganze ab. Zack. Schon leuchtet er wieder rot. Ihr drückt wieder rauf, kriegt 300 Watt und tada, es ist ein anderes Pokémon. Und dann wieder das gleiche. So, zack. Dann geht ihr unter Systemeinstellung, auf Konsole, dann auf Datum und Uhrzeit. Das ist aus. Geht wieder einen Tag nach vorne, drückt OK, geht wieder raus, geht wieder rein. Geht auf Abbrechen. Und sammelt dabei ordentlich Watt. Und da ist Flampivian auch schon. Was für ein Zufall. Alles klar, liebe Leute, ihr wisst Bescheid, ne? Bis zum nächsten Mal und ciao.